Xian ist Computerlinguist und Mitglied von Verlötet. Sebastian Seba Jekutsch ist seit vielen Jahren aktiv im Thema faire Elektronik. Und Lara Pfennigschmidt, die an der UH Potsdam gerade ihren Master macht und als Werkstudentin an Fairtronics arbeitet, werden uns einen Talk halten, um die Nachhaltigkeit von Elektronikgeräten bewerten zu können. Werden sie uns zeigen, wie sich mithilfe öffentlich verfügbarer Daten der Materialfußabdruck eines Elektronikgerätes berechnen lässt. Ich freue mich sehr und sage, Bühne frei für euren Talk. Ja, danke schön. Ich, Seba, fange an. Danke für die Einführung, danke für die Technik hier. Ist alles gar nicht so einfach. Willkommen in die Runde. Ja, genau, wir möchten euch Fairtronics vorstellen. Ein Portal, ein Produkt, ein Softwareprodukt zum Analysieren von ganz konkreter Hardware, Elektronik-Hardware. Und insbesondere, wo wahrscheinlich die Rohstoffe herkommen, welche Rohstoffe drin sind und wo die wahrscheinlich herkommen. Und das machen wir wegen diesem hier. Das sind Kinder, die arbeiten hier in der Demokratischen Republik Kongo, zerkleinern die Steine, das ist Kobalterz. Und das hat Amnesty International vor einiger Jahren aufgedeckt, dass unser Kobalt, das ja vielleicht wissen, dass einige bei uns in Batterien landet, in den natürlich Autobatterien, aber eben auch in den Smartphones etc., dass dort Kinderarbeit in der Lieferkette sind. Anderes Beispiel, Papua-Neuguinea. Diese Frau, ihr Haus wurde einfach abgebrannt, weil auf dem Grundboden Gold gefunden wurde, was jetzt ein großer Konzern abbauen wird, der mit der Regierung halt einen Deal gemacht hat. Und da ist sie im Weg, Vertreibung indigener Bevölkerung, auch klassisches Thema in der Rohstofflieferkette unserer Elektronikprodukte. Das sind nur zwei Beispiele, einfach zur Motivation, warum es schon interessant für einen Elektronikhersteller sein kann, wo denn seine Rohstoffe herkommen. Deswegen haben wir Fairtronics erfunden. Und zwar wollen wir ganz konkrete Elektronikprodukte. Links seht ihr eine Maus auseinandergenommen schon. Das ist die Nagel-IT-Maus mit ganz konkreten Bauteilen. Müssen wir aufgrund der Daten, die wir haben, ein wenig, vermuten, natürlich Rohstoffe haben aus bestimmten Quellen, wo eventuell dann eben die Vertreibung indigener Bevölkerung oder Kinderarbeit drin ist. Das macht Fairtronics. Am Ende kommt dann so ein Risikobericht über die Rohstoffe raus. Hier nochmal ein bisschen genauer. Wir wollen in unserem Talk sozusagen an einem Beispiel zeigen, wie wir zu unseren Erkenntnissen kommen und wie wir die Daten nutzen, die verfügbar sind. Also nochmal ganz grob, Gerät, oben links kommt rein, dann nehmen wir die Bauteile, die im Gerät sind, die müssen wir wissen. Der Hersteller weiß, das ist vielleicht ein Open-Hardware-Projekt. Dann sind die Materialien, die da drin sind, zu ermitteln, Plastik, Metalle, Keramiken und so. Solche Materialien, die bestehen wieder aus Rohstoffe. Das ist Erdöl, zum Beispiel dieses Kobalterz, das wir eben gesehen haben und so weiter. Die wiederum kommen aus bestimmten Ländern und pro Land haben wir auch klassische Risiken dort. Und wir wollen das, was hier rot eingekreist ist, etwas genauer betrachten in diesem Vortrag, nämlich der Übergang von Bauteilen zu Materialien. Das Besondere ist, dass manche Hersteller, hier ist ein Bauteil, dass manche Hersteller tatsächlich uns verraten, was in ihren Teilen drin sind. Das ist ein Widerstand, ein ganz kleiner Widerstand. Man weiß zum Beispiel bei diesem Hersteller, Burns, das ist so ein US-amerikanischer Hersteller von Passiv-Elektronikbauteilen, dass das Teil 12,24 Milligramm wiegt. Ich zeige mit meiner Maus ein bisschen. Wir wissen, welche Inhaltsstoffe hier drin sind. Gehe ich jetzt gar nicht drauf ein. Und wir kennen die Gewichtsverteilung dieser Materialien, die drin sind. Das ist nun von einem bestimmten Hersteller eine Familie von Bauteilen einer bestimmten Größe. Die 0612 ist hier die Größe, ansonsten ist es ein Metallfilmwiderstand. Es gibt noch ein paar andere Widerstandsarten, auch von diesem Hersteller, das haben wir.
unser Problem ist jetzt, dass Burns kein besonders wichtiger Hersteller ist, er aber einer der wenigen ist, die es tatsächlich veröffentlichen. Es gibt viel wichtige Hersteller und auch in dieser Maus ist kein Burns Widerstand, aber wohl Widerstände. Das heißt, wir kommen jetzt nicht so eins zu eins die Daten von dem Hersteller nehmen. Aber viele Hersteller nutzen eben diese, was wir Full Material Declarations nennen, kurz FMD. Also oft ist dieser Link nicht vorhanden. Da ist oft ein Fragezeichen, deswegen versuchen wir einen Trick. Und zwar gehen wir über die Bauteileigenschaften. Also wir haben ein konkretes Bauteil eines Herstellers, der nicht veröffentlicht, wo die Materialien herkommen. Aber wir können die Bauteileigenschaften ermitteln. Hier ist ein Beispiel. Zum Beispiel der wichtige Hersteller Vishay. Hier eine 10er-Diode, was auch immer, auf jeden Fall wieder so ein Bauteil. Und dafür gibt es halt Datenblätter. Das machen alle Hersteller, weil sie wollen es ja auch verkaufen. Dort stehen alle möglichen technischen Informationen drin, aber nicht aus welchen Materialien die bestehen. Aber diese technischen Informationen kann man sogar elektronisch abfragen. Rechts ist so ein Portal, nennt sich Octopart, das alle diese von alle möglichen Bauteilen von allen möglichen Herstellern einfach sammelt. Und da sieht man dann einiges, zum Beispiel Bauform hier, das Gewicht, ist es ein anderes Teil als eben, ja, aber das Gewicht hat hier zum Beispiel. Das gibt es in verschiedener Güte, diese Daten, und die sind zugreifbar. Und das nutzen wir, indem wir aus diesen Bauteileigenschaften dann die Materialien, naja, erraten. Und zwar auf Basis der Informationen, die wir von anderen Herstellern haben. Deswegen ist hier so ein bisschen so der, also das ist vorhanden, aber nur von wenigen Herstellern. Das Grüne ist vorhanden, aber von wenigen Herstellern. Das haben wir von allen Herstellern, Bauteileigenschaften. Und die Kunst ist jetzt, das hier zu ermitteln. Und das wird uns Lara erzählen. Genau. Ich werde jetzt ein bisschen technischer einsteigen, wie wir denn jetzt von einem neuen Bauteil auf eine Materialzusammensetzung kommen können. Als erstes brauchen wir dafür irgendeine Art von Datenbasis, anhand derer wir wo wir Bauteile drin haben, von denen wir die Materialzusammensetzung schon kennen, weil ansonsten raten wir einfach in der Luft herum. Und das haben wir uns mit Crawling, haben wir uns eine Datenbasis aufgebaut. Wie Seba schon gesagt hat, es gibt halt ein paar Hersteller, die diese FMDs veröffentlichen im Internet. Da kann man die sich halt per Hand runterladen oder das Ganze eben automatisiert mit einem Crawler machen. Wir haben uns dabei auf zwei Hersteller fokussiert, einmal NXP Semiconductors und einmal TE Connectivity. NXP stellt dabei FMDs für ICs, CPUs und Dioden zur Verfügung. Und TE Connectivity fokussiert sich mehr auf so Stecker- und Kabelsysteme, also sind eigentlich recht unterschiedliche Hersteller, was die Teile angeht. Das Crawling haben wir via Scrapy gemacht. Das ist eine Python-Library, die auf einem externen Server lief. Dabei ist der Programmieraufwand für einen solchen Crawler halt relativ gering, wenn man so ein Framework benutzt. Das heißt, es ist auch gut ausweitbar auf andere Hersteller, die ebenfalls FMDs veröffentlichen. Wir haben uns jetzt erstmal auf die zwei beschränkt. Trotzdem ist das, laufzeittechnisch kann es relativ lange dauern, vor allem wenn man die Anfragen nett stellt, weil man die Server von den Herstellern nicht überlasten möchte. Da haben wir dann teilweise bis zu einer Woche Laufzeit gehabt. Aber wir sind mit den Ergebnissen auf jeden Fall sehr zufrieden. Wir haben nämlich 20.000 FMDs im XML-Format bekommen. Das heißt, sie sind auf Maschinen einlesbar. Und weitere 7.500 FMDs im PDF-Format, mit dem wir bisher halt noch nichts machen können, weil PDF einlesen da nicht ganz so einfach ist. Jetzt wollen wir uns erstmal gucken, wie so ein FMD aussieht. Und zwar haben wir pro FMD ein Bauteil, also zum Beispiel den Widerstand, einen Chip oder einen Kondensator. Das Bauteil kann noch aus Teilbauteilen bestehen, muss aber nicht. Da kommt schon der nächste, genau. Und die Teilbauteile bestehen wiederum aus homogenen Materialien, also zum Beispiel der Metalllegierung wie dem Lötzinn oder Bronze oder Kunststoffmischungen wie Nylon. Die homogenen Materialien wiederum bestehen dann aus chemischen Substanzen, da sind wir jetzt auf dem untersten Level, sowas wie Gold, Kupfer, also Metalle oder auch Wasser oder einfachere Kunststoffe sind da drin. Die chemischen Substanzen selbst haben oft eine Kassennummer zugeordnet, die so ein eindeutiger Bezeichner ist. Und wenn wir alle Substanzen mit eindeutigen Kassbezeichner nehmen, dann haben wir ungefähr 1.000.
Es gibt dabei aber auch viele Substanzen, die keine CAS-Nummer haben, die wir jetzt erstmal als ja, unbekannt getaggt haben und damit dann weiterrechnen. Bei den homogenen Materialien kommen wir dann auf 8000 mit einer einzigartigen Zusammensetzung aus Substanzen. Und ja, wie gesagt, wir haben ungefähr 20.000 Bauteile aus 20.000 FMDs. Jetzt stellt sich so ein bisschen die Frage, was macht man jetzt damit als nächstes? Weil 20.000 Bauteile ist relativ viel. Wenn man jetzt irgendwie Vergleiche zum Beispiel anstellen möchte oder herausfinden möchte, welches Bauteil jetzt das Beste ist, dann möchte man sich nicht gleich alle 20.000 Bauteile angucken. Deswegen haben wir uns an einem Clustering-Ansatz versucht, um einfach die Komplexität ein bisschen einzuschränken. Also vielleicht kann man herstellerübergreifend die Teile ein bisschen zusammenfassen, wenn beide Hersteller ähnliche Teile zum Beispiel veröffentlicht haben. Oder auch innerhalb eines Herstellers kann es sein, dass zum Beispiel zwei Widerstände sehr ähnlich sind. Dann reicht es halt, wenn wir uns einen davon angucken. Genau, das heißt, wir haben aufgrund der Materialzusammensetzung versucht, die Teile ein bisschen zusammenzufassen und zu clustern. Das Clustering selbst haben wir mit Scikit-Learn gemacht. Soweit bin ich noch nicht. Okay. alles gut. Genau, das ist der K-Means-Algorithmus vor allen Dingen aus dieser Bibliothek. Beziehungsweise haben wir das Ganze dann noch auf einem geeigneten Server mit GPU laufen lassen und haben uns dann Rapids AI bedient, die im Prinzip das Interface von Scikit-Learn emulieren und nachbauen, aber halt GPU-Datenstrukturen und Algorithmen zur Verfügung stellen. Genau, und das Clustering an sich haben wir anhand der Materialzusammensetzung der Bauteile vorgenommen. Genau, dann können wir jetzt eine Folie weitergehen. Ja, was uns jetzt als letztes noch fehlt, ist irgendwie der Vergleich zwischen zwei Bauteilen. Und dafür wollen wir jetzt im Folgenden eine Ähnlichkeitsmetrik aufstellen. Dazu brauchen wir dann aber auch erstmal die Eigenschaften der Bauteile, die technischen Eigenschaften. So, dafür gibt es die Octopart API, wo man mit einem Bauteilnamen oder einer Bauteilnummer eine Anfrage stellen kann und dann eine Antwort mit den technischen Eigenschaften des Bauteils bekommt oder auch textuelle Beschreibungen, Bilder, Datasheets und auch ein paar Herstellerinformationen. Wir hatten ungefähr 3000 Parts von unseren 20.000, die keine technischen Eigenschaften zugeordnet bekommen haben, aber nur 250, die keine Beschreibung hatten. Und oftmals sind in den Beschreibungen dann auch Informationen drin, zum Beispiel bei dem Widerstand, wie viel Ohm der jetzt hat. Das heißt, die Beschreibungen sind tatsächlich da nochmal eine gute Alternativquelle, die man noch besser nutzen kann, um weitere technische Eigenschaften rauszuziehen. Wir haben uns jetzt erstmal nur auf die technischen Eigenschaften beschränkt. Da gibt es ungefähr 400 verschiedene, die auch sehr unterschiedlich verteilt sind. Also nicht alle Parts haben dieselben Eigenschaften, weil es auch nicht unbedingt Sinn macht. Genau, aber wir wollen uns jetzt im Folgenden die Eigenschaften noch ein bisschen genauer angucken. Da gibt es nämlich vier verschiedene Typen. Und zwar gibt es numerische Werte mit Einheiten, kategorische Werte und ja, eine Liste von kategorischen Werten, die zu einer Eigenschaft zugeordnet werden können. Bei den numerischen Werten haben wir tatsächliche Anzahlen, also Anzahlen von Pins oder Anzahlen von Anschlüssen. Das heißt, wenn wir jetzt bei so einer Eigenschaft die Ähnlichkeit berechnen wollen, wollen wir im Idealfall irgendwie einen Wert zwischen 0 und 1 haben. Und dann können wir das Ganze anteilig machen. Das heißt, wir rechnen das Kleinere durch das Größere und bekommen dadurch dann eben den Wert zwischen 0 und 1. Bei den numerischen Werten mit Einheiten ist das Ganze nicht mehr ganz so einfach. Da sind wir dann in dem Bereich mit Megahertz oder Kilohertz für Frequenzen oder Volt für Spannungen oder auch negativen Gradzahlen für Betriebstemperaturen. Das heißt, die müssen wir irgendwie erstmal säubern, dann müssen die Einheiten weg. Teilweise müssen wir die dann aber auch noch umrechnen, weil wir können Megahertz nicht einfach so mit Kilohertz vergleichen. Das heißt, wir wollen da eine Basiseinheit haben und wir wollen auch die negativen Werte nicht unbedingt haben. Das heißt, wir verschieben sie ins Positive. Aber danach können wir dann auch das wieder anteilig machen und das Kleinere durch das Größere teilen, um Zahlen oder Ähnlichkeitswerte zwischen 0 und 1 zu bekommen. Bei den kategorischen Werten geht es dann um so Sachen wie wie der Stecker gemacht ist, also ist das, welches Gender er hat, ist das Male oder Female, oder ist ein Teil compliant oder non-compliant mit einem bestimmten Gesetz oder hat den anderen Regulatorien. Da können wir aber einfach auf Gleichheit prüfen, also wenn beide Werte gleich sind, dann ist unser Ähnlichkeitswert 1 und wenn sie nicht gleich sind, dann ist der Wert 0.
Und bei mehreren kategorischen Werten sind wir dann in dem Bereich von, welche Anschlusstypen hat ein bestimmtes Bauteil oder auch welche Speichertypen. Also hier zum Beispiel kann ein Teil halt einen Ethernet-Anschluss, einen HDMI und einen USB-Port haben. Da können wir dann gucken, wie groß die Schnittmenge ist der beiden Teile, also wie viele Anschlüsse haben sie gemeinsam und wie viele Anschlüsse haben sie insgesamt, also über die Größe der Vereinigungsmenge können wir da gucken. So, damit hätten wir dann für jede einzelne Eigenschaft einen Wert zwischen 0 und 1 berechnet. Damit können wir jetzt auch die Ähnlichkeit beider Bauteile bestimmen. Und zwar können wir einfach den Durchschnitt dieser Ähnlichkeiten der einzelnen Eigenschaften berechnen und haben dann immer noch einen Wert zwischen 0 und 1, der uns halt sagt, okay, wenn sie näher bei 0 sind, sind sie sich unähnlicher. Wenn sie näher an 1 sind, dann sind sie sich ähnlicher. So, haben wir das. Dann fehlt jetzt nur noch, mit wie vielen Bauteilen wir jetzt unser neues Bauteil, wovon wir eine Materialzusammensetzung haben wollen, eigentlich vergleichen. Das können wir natürlich mit allen unseren Bauteilen vergleichen, mit den 20.000, die wir so haben. Das ist also ein vollständiger Vergleich. Das ist aber ziemlich zeitaufwendig. Erstens und rechenintensiv und möglicherweise oder hoffentlich bleibt es ja nicht bei den 20.000, sondern es werden noch mehr und dann wird das Ganze relativ unpraktikabel. Aber es ist eine gute obere Schranke, um so ein bisschen zu gucken, was jetzt die anderen Metriken oder die anderen Auswahlstrategien zwischendurch machen. Als untere Schranke einen zufälligen Vergleich, wo wir ja nicht wirklich vergleichen, sondern eigentlich nur einen Teil auswählen und davon die Materialzusammensetzung nehmen. Schlechter kann es eigentlich also nicht werden, so wirklich. Außer der Zufall ist halt in einem Teil besonders gut. Aber eigentlich im besten Fall wollen wir irgendwas dazwischen haben. Das heißt, wir machen ein Subsampling. Also wir gucken uns eine Submenge oder eine Teilmenge von den Bauteilen an und wir gucken dann, welches Bauteil ist denn jetzt das, was am besten passt für die technischen Eigenschaften und können dann davon die Materialzusammensetzung für unser neues Bauteil nehmen. Als Alternative können wir natürlich auch unsere Cluster-Mittelpunkte auswählen. Dadurch, dass die ein bestimmtes Cluster schon relativ gut repräsentieren, zumindest was die Materialzusammensetzung angeht, und dadurch den Suchraum auch ein bisschen einschränken. Das haben wir auch mal ausprobiert. Da kommt jetzt eine wunderschöne Grafik, genau. Wir sehen hier unten auf der X-Achse die Anzahl an Vergleichen, die gemacht wurden, und auf der Y-Achse, wie viele Prozent der Materialien korrekt geraten wurde. Wir können unten links die Zufallsauswahl, die macht eigentlich nur einen Vergleich, aber wir haben die Linie mal durchgezogen, dass man es ein bisschen besser sieht, genauso beim vollständigen Vergleich auch. Die Zufallsauswahl ist irgendwie so bei 30% von dem Bauteil, was korrekt geraten wurde. Das ist jetzt nicht so hilfreich. Ein vollständiger Vergleich ist irgendwie so unter knapp 75%, das ist eigentlich schon mal nicht so schlecht, aber eben viel zu zeitaufwendig. Und Subsampling und Clustering liegen irgendwie so ein bisschen dazwischen. Genau. Wir sehen aber auch, da können wir einmal nochmal die Auswertungsfolie davon nehmen, dass alle Methoden schon mal besser sind als der Zufallsvergleich oder die Zufallsauswahl. Das heißt, das ist schon mal gut. Wir sehen auch, dass wir eine sehr hohe Qualität haben bei ein Drittel der Vergleiche. Also wir sind da bei ungefähr 6.000 von den 20.000 Teilen, die wir haben. Das ist auch sehr erfreulich. Wir sehen aber leider auch, dass das Clustering nicht so viel bringt. Also da ist ja die Linie unter dem von dem Subsampling. Das kann jetzt verschiedene Ursachen haben. Das kann zum Beispiel heißen, dass die Cluster-Mittelpunkte nicht so gut die technischen Eigenschaften des Clusters repräsentieren, sondern eben nur die Materialzusammensetzung. Oder dass eben dann doch das Random Subsampling da einfach bessere Kandidaten erwischt hat. Können wir dann demnächst noch mehr in die Analyse gehen. Oder aber eben auch, man fährt dann den Ansatz einfach mit dem Subsampling weiter, weil es weniger aufwendig ist, als ein gutes Clustering rauszufinden. Ja, dann haben wir jetzt den Ritt einmal durch. Wir setzen nochmal einmal alles zusammen. Wir wollten ja von einem neuen Bauteil auf die Materialzusammensetzung schließen, damit wir die Sozialanalyse des Bauteils stellen können. Das heißt, was wir jetzt machen können, ist, wir stellen eine Octopart-Anfrage mit dem Namen von dem neuen Bauteil und bekommen dann die Bauteileigenschaften. Mithilfe der Bauteileigenschaften können wir dann anhand unserer Datenbank, wo wir Bauteile mit bereits bekannten Materialzusammensetzungen, können wir die Bauteileigenschaften vergleichen mit den anderen Bauteileigenschaften, die wir schon haben, und können dann
das Bauteil mit den am besten passenden Eigenschaften auswählen und die Materialzusammensetzung davon nehmen. Das ist jetzt halt nur eine Annahme, das heißt, das ist sehr, sehr fehlerbehaftet, wir raten irgendwie so ein bisschen rum. Das heißt, idealerweise gibt es noch einen anderen Weg, und zwar, dass die Hersteller einfach ihre Materialzusammensetzung offenlegen müssen. Dann müssen wir erstens nicht so einen ganzen Umweg machen und zweitens haben wir dann deutlich genauere Ergebnisse als ja mit dem Handstand, den wir gerade anstellen, und können uns dann mehr wieder auf die Sozialanalyse des Bauteils konzentrieren. So viel zum Technischen. Ja, dann übernehme ich für das Rauszoomen zum Schluss. So, ich will jetzt noch mal so ein bisschen das große Ganze betrachten. Die Idee hinter Fairtronics war ja, Stückliste rein, Risikobericht raus. Mhm. Und dieser Risikobericht, der entsteht eben aus einem Modell, das eben diese Teile auf menschenrechtliche Risiken, Arten von Menschenrechtsverletzungen abbildet. Und daraus haben wir jetzt eben einen kleinen Ausschnitt gesehen. Genau, was machen wir denn mit diesem Modell? Der ursprüngliche Hauptgedanke war, Fairtronics soll ein Werkzeug sein, um Elektronik zu designen. Sozusagen während man im Hinterkopf hat, wie fair das Ganze am Ende ist. Ja, das soll einem quasi helfen, die richtigen Bauteile auszuwählen, um das Gerät am Ende möglichst fair zu machen und eben auch während des Designs einfach die Impacts, die das Gerät so hat, zu verdeutlichen. Und das Zweite ist, dass wir gerne mit Fairtronics in Zukunft mehr auch Bildungsformate machen möchten, denn es ist ja gerade für Bildungszwecke super, wenn man so modellierte Geräte hat im Rechner, mit denen man rumspielen kann, wo man dann auch die Stücklisten einfach manipuliert und sieht, wie wirkt sich das auf die Impacts aus, wo man vielleicht auch verschiedene Handlungsoptionen durchspielen kann. Was passiert, wenn ich bestimmte Rohstoffe, wenn ich dort beim Sourcing auf bestimmte Zertifizierungen achte zum Beispiel, oder was passiert, wenn sich bestimmte Regulierungen ändern oder so. Deswegen ist das gerade noch eine große Baustelle, die wir weiterentwickeln wollen. Und ansonsten steht Fairtronics halt in so einem ganz großen Kontext von dieser großen Reise, auf der wir uns als Menschheit eigentlich gerade befinden. Ich habe jetzt mal die Sustainable Development Goals hier eingeblendet als Beispiel für dieses menschheitsweite Projekt, mit dem wir unser Leben auf der Erde, unser Überleben und unser Wohlergehen einfach dauerhaft sichern wollen. Und das Ding, das ist eine riesengroße Transformation, und die kann nur funktionieren, meiner Überzeugung nach oder unserer Überzeugung nach, wenn sie datenbasiert ist. Also die für die Nachhaltigkeit relevanten Entscheidungen, die treffen hier, werden ja nicht irgendwo an einer Stelle getroffen, sondern die werden in 100.000 verschiedenen Köpfen getroffen, in 10.000 Unternehmen, in den Regierungen und so weiter. Und eigentlich brauchen alle Menschen Zugang zu Daten, die sie benötigen, um ihre eigenen Entscheidungen an Nachhaltigkeitszielen auszurichten. Das gilt genauso für Großkonzerne wie für Hacker in ihrem Makerspace und für alles dazwischen. Und wenn man sich aber anguckt, wie der Zustand im Moment in diesem Umfeld von Nachhaltigkeitsdaten ist, dann ist es, da hat man da viele Probleme, die man halt anderswo auch hat, wenn es um Daten geht. Ne? Viele Sachen sind in PDF-Dateien drin und man kriegt sie da nicht so richtig raus. Die Tools, die man bräuchte, um mit den Daten zu arbeiten, die sind proprietär. Datenbanken, in denen die wichtigen Daten drinstehen, die muss man lizenzieren, die sind dann sehr teuer. Oder an manche Daten kommt man gar nicht dran, weil es Geschäftsgeheimnisse sind, oder man muss irgendwelche NDAs unterzeichnen, dass man diese Daten auf keinen Fall wiedergibt. Und das hindert natürlich uns daran, die Daten auf die Weise zu nutzen, wie sie den größtmöglichen öffentlichen Nutzen erzeugen. Sondern das führt eben dazu, dass die Daten letztendlich nur verfügbar sind für diejenigen,
die die Strukturen haben, damit zu arbeiten, die die Expertise haben, die das Geld dafür haben, die entsprechenden Lizenzen zu kaufen und so weiter. Und eine Sache, die wir euch noch gern mitgeben würden, wäre, setzt euch doch mal mit diesem Thema auseinander, Nachhaltigkeitsdaten. Das ist ein sehr hackbares Thema und es kann das auch sehr gebrauchen, ja, dass Leute mal kommen, die so einen Open-Data-Gedanken im Kopf haben und dann so einen Begriff wie Open Sustainability Data, den ich zumindest vorher auf Google noch nicht so richtig gefunden habe, in der Kombination mit Leben zu füllen und uns Tools für die Transformation zu bauen. Genau. Damit danke für eure Aufmerksamkeit und ich bin mal gespannt auf die Fragen. Habt sehr, sehr herzlichen Dank für diesen wichtigen Vortrag, für all die Mühe, all die Arbeit, die ihr euch gemacht habt, all das Hintergrundwissen, was es braucht, um dort sozusagen hinter die Kulissen zu gucken. Und ich habe den Begriff Open Sustainability gelernt. Die Fragen, die aufgetaucht sind, ist natürlich, dass eure Arbeit Bewusstsein darüber bringt, dass wir mit unserer, ich sag mal, Unterhaltungselektronik natürlich einen Fußabdruck in der Welt hinterlassen. Und da ist natürlich dann die Frage auch im Allgemeinen in den Verbraucherköpfen, Verbraucherinnenköpfen, was wir da eigentlich wirklich so treiben. Eine der Fragen geht darauf ein, ob es sozusagen in diesem Bereich so eine Art Fair-Trade-Zertifikate gibt, anhand der sich VerbraucherInnen orientieren können. Was ist da euer Umfeld? Was ist da eure Meinung? Wer möchte? Soll ich übernehmen? Ja, also wie wir gesehen haben, ist Elektronikprodukte ziemlich komplex. Deswegen gibt es bei weitem kein 100% faires Produkt. Anders etwa bei, ja, ich will es nicht einfach machen, aber bei Bananen oder Schokolade oder Kaffee, das sind vergleichsweise einfache Produkte. Die sind zertifiziert, da erkennen wir das und ich verstehe den Gedanken, das bitte auch bei Elektronik zu haben. Aber so ein Elektronikprodukt hat 60 oder noch mehr Rohstoffe in sich. Das wäre eine sehr Ich will ja jetzt gar nicht sagen, dass man das gleich aufgeben sollte. Aber es gibt halt eben dieses eine simple Siegel, das sagt so, das ist fair und das andere, das Siegel nicht hat, und hat sich nicht drum gekümmert oder ist es eben nicht. Deswegen ist das ein sehr schwieriges Ding. Es gibt ein paar, die, naja, einiges betrachten und unter den Schlechten das Bessere sucht, sozusagen, und auszeichnet. Es gibt Zertifikat Blauer Engel, zum Beispiel ein paar Elektronenprodukte, die auch so Sozialkriterien betrachten. Es gibt TCO zum Beispiel, die Sozialkriterien betrachten. Ansonsten gibt es noch Siegel im Umweltbereich. Aber wir haben ja hier eher den sozialen Bereich der Nachhaltigkeit. Deswegen muss ich mit diesen Siegeln dann auch schon wieder aufhören. Es gibt allerdings spezielle faire Produkte, ja, also wie zum Beispiel die Naga-Team-Maus, die wir gesehen haben, die hat zwar kein Siegel, das liegt schlicht einfach daran, dass diese Siegel immer ziemlich teuer sind und diese Produkte einfach von kleinen Firmen kommen. Eine andere, vielleicht bekannte Firma ist Fairphone. Die haben halt viel auf der Website veröffentlicht, was sie so tun, und das ist unserer Meinung nach, zumindest mit diesen beiden Beispielen, sehr glaubwürdig. Aber das muss man halt als Kunde dann auch wissen. Das heißt, man muss sich schon aktuell ein bisschen kümmern, ein bisschen kann verlötet unser Verein helfen und in Zukunft hoffentlich auch die Fetronics. Aber so ist die Lage bei der Elektronik. Großartig, vielen, vielen Dank. Eine andere Frage noch, vielleicht ist das so aufgefasst worden, dieser Clustering-Algorithmus, weißt du, das ist sozusagen ja, also in der Fragestellung erkenne ich da so ein bisschen so die Hoffnung auf eine Hoffnung. Lässt sich der auch vielleicht auf andere Bereiche anwenden, oder ist das falsch verstanden worden? Das kommt auch darauf an, auf welche anderen Bereiche, aber ja, generell, also ja, wird es ja im Moment auch auf sehr viele verschiedene Bereiche angewandt.
Also so, ich lese das so weit hergeholt als Heilsbringer-Idee, der Clustering-Algorithmus zum Beispiel, weil Bananenkaffee, du hattest eben gerade Kakao gesagt, was dann wohl eher im Bereich Chemie und Transport anzusehen wäre als hier Physik und Materialkunde, plus die Sozialanalyse natürlich. Also vielleicht, um das nochmal so ein bisschen zu kontextualisieren, weil wir sind jetzt auch nicht so richtig tiefgreifend darauf eingegangen, wie dieses Clustering funktioniert. Das ist letztendlich ein ziemlicher Standardalgorithmus, dieser K-Means-Algorithmus, ist tatsächlich auch gar nicht so kompliziert. Da kann man sich auf Wikipedia mal nachlesen. Der wird in ganz, ganz, ganz vielen Fällen verwendet, wo man halt Daten hat, in denen man vermutet, dass da einige Datenpunkte ähnlicher sind als andere und man möchte die dann halt zu Clustern zusammenfassen. Ne? Das ist aber auch per se jetzt noch nichts, wo irgendwie irgendein bestimmtes Ziel oder irgendein bestimmtes Ergebnis drin vorgegeben ist. Und das ist erstmal einfach nur ein Werkzeug, um mit diesen Daten zu arbeiten. Vielleicht hilft das so ein bisschen, sich das vorzustellen, worum es da geht. Okay. Und dann war noch eine Frage, ihr hattet ganz am Anfang gesagt, dass es nur einen Hersteller gegeben hat, der eben diese wesentlichen Informationen veröffentlicht hat. Warum gibt es nur einen Hersteller und könnte man andere Hersteller quasi überzeugen, auch alle anderen schmutzigen Details aufzudecken? Ja, es muss ein bisschen aufklären. Ich wollte eigentlich nur von solchen Widerständen, von solchen SMD-Widerständen reden. Da mag es noch einen zweiten geben. Es gibt, also wir haben nicht alle Hersteller, es gibt nur noch Tausende auf der Welt. Wir haben nicht alle Hersteller uns angeguckt, aber im Rahmen zum Beispiel dieser Mausanalyse und im Rahmen einer laufenden Laptop-Analyse sind uns immerhin, ich sag mal, so 60 oder so Hersteller schon begegnet und von denen haben keine 20% Daten veröffentlicht. Ja, wir haben noch weitere gesehen, NXP hatte Lara gezeigt und Connectivity, genau. Ach, diese Namen sind auch immer so gleich kompliziert. Es gibt noch ein paar andere, die relevant sind, aber gerade die großen, wie eben Vishay hatten wir gesehen, machen das nicht. So, wie kann man sie dazu bringen? Ja, man kann sie dazu bringen, indem man sie dazu zwingt, weil freiwillig machen sie es einfach nicht. Ja, freiwillig dürfen sie es schon lange machen. Und sie wurden auch schon lange drum gebeten, aber sie tun es nicht. Die, die es tun, haben wohl offensichtlich nichts zu verbergen oder keine Angst davor oder sind einfach nur, vielleicht auch sparen sich Arbeit, weil so oder so kommen mit der Zeit gesetzliche Bestimmungen, die Stück für Stück hier und das eine und das andere Material dann doch wissen wollen, also Gesetze, Bestimmungen, die sagen, hier, ihr müsst veröffentlichen, wenn da Blei drin ist, beispielsweise. Und da gibt es immer mehr, auch weltweit, verschiedene Gesetze und irgendwann fangen die Hersteller an zu sagen, ja, dann veröffentliche ich es halt einfach alles so, ja, da wird schon jedes Gesetz drauf passen. Aber viele tun es halt nicht und machen dann wirklich nur, nee, ist kein Blei drin, alles mehr verrate ich nicht. Und ja, da bleibt uns nur weiter Gesetze zu machen, ja, und ja, da müssen halt auch die richtigen Leute in der Regierung sitzen und so weiter, das muss ich heute nicht erklären. Ohne das Q&A jetzt vorwegzunehmen, aber vielleicht brauchen wir einfach ein neues Verständnis von Giftigkeit. Blei, giftig, ist jedem klar für den eigenen Körper, aber vielleicht auch die Abbaumethoden, gerade die Sozialanalyse, brauchen wir vielleicht eine neue Definition von Giftigkeit. Ich denke an seltene Erden und die Methoden, wie bestimmte Rohstoffe da tatsächlich abgearbeitet werden, dass das in den Köpfen der VerbraucherInnen eben das Bewusstsein schafft für so eine neue Giftigkeit. Euer Vortrag jedenfalls hat einen Beitrag dazu geleistet, Verständnis, mehr Bewusstsein darüber zu schaffen, was tatsächlich so hinter den Kulissen passiert. Und die Frage ist dann tatsächlich, du sagst es, gibt es nur den gesetzlichen Zwang oder aber auch nicht zuletzt durch eure Arbeit, kommt ein Zwang, eine Verbraucherkraft zustande, dass eben Hersteller anders in Zukunft agieren werden. Ich habe alle Fragen brav abgearbeitet. Mir bleibt hier an dieser Stelle euch nur herzlich zu danken für diesen Talk. Viel zu schnell war ja vorbei, wie wir befürchtet haben. Ja, ich hoffe, auch ihr habt es genossen. Natürlich danke auch an alle Zuschauenden. Und ich möchte verweisen auf den Q&A-Bereich. Und
verweise auf den entsprechenden Link. Ich möchte ein herzliches Dankeschön auch noch loswerden an alle Engel im Hintergrund.